Heyo und herzlich willkommen zurück zu Metroid Prime 3 Corruption mit Chibi Let's Play. Wieder in der Heimatwelt der Piraten. Und natürlich möchte die Aurora-Einheit uns noch einmal daran erinnern, dass wir hier irgendwo noch ein Add-on für unseren Anzug haben, damit wir im Säureregen überleben können. Irgendwo da. Das haben wir ja eigentlich schon grob gesehen, deswegen möchte ich gerne mit dem Transit auch gerne wieder zurückfahren. Und ja, dann schauen wir mal, was sich dann so Schönes ergibt. Prinzipiell haben wir auch noch eine Waffe, beziehungsweise einen Beam noch zu finden. Federation Armada is now in orbit above the pirate homeworld. We're ready for the final assault, but the base is protected by a barrier that prevents us from landing. We need you to disable this defense system. Unit 242 has located its control center. Here are the coordinates. Ja, und natürlich sollen wir das auch noch erledigen. Dafür müssen wir beim Kommandozentrum nochmal hin. Und da das Verteidigungssystem deaktivieren. Würde ich aber ehrlich gesagt erst dann machen, wenn wir auch genügend Ausrüstung haben. Sprich, wenn wir erstmal hier diesen Säurepanzerschutz haben und irgendwie funktioniert das jetzt auch mal wieder nicht so richtig, wie es sollte, oder? Ja, nach oben. So. Nach unten. So. Okay. Bei manchen Dingen bin ich vielleicht auch ein bisschen zu hektisch, glaube ich. Zumindest was Bewegungssteuerung angeht. Ich bin mal gespannt, wie sich das später bei The Legend of Zelda Skyward Sword noch ereignen wird, weil das war nämlich auch mit Bewegungssteuerung. Ich erinnere mich, dass das aber nicht ganz so anstrengend war. Zumindest war das nicht so das Problem des Spiels, würde ich eher sagen. Ich mochte das eigentlich sogar sehr. Deswegen freue ich mich, wenn ich das irgendwann nochmal spielen kann. Ich habe da zumindest gute Erinnerungen dran. So, dann schauen wir uns hier mal noch ein bisschen um. Das hier war ja das Riesenschlachtfeld, bei dem wir gegen, ja, Gandreider gekämpft haben. Jetzt wäre mir fast der Name entfallen. Sollte jetzt nicht persönlich gemeint sein, weil ich meine, prinzipiell fand ich sie vom Charakter her, so wenig wir erfahren haben, fand ich sie jetzt nicht so extrem unsympathisch. Hat zwar gerne ihre Späße gemacht, gut und schön, aber naja. Mal überlegen. Hier habe ich auch noch den X-Ray. Kann man da irgendwie. Oh! Oh! Ein Messer-Container. Ah, schön. Schön, schön. Ja, von hier aus haben wir es ja gesehen. Unser kleines Spielzeug muss irgendwo da geladen worden sein. Da sehe ich eine Röhre. Das ist schon mal schön. Da kann man da reinrollen. Hier ist nichts Interessantes mehr, ne? Wobei wir haben ja volle Muni, volle Energie. Bisher hatten wir noch keinen Feindkontakt. Ich glaube, das wird sich gleich ändern. Sieht man so. Kam ich nicht mal von hier ursprünglich hier rüber? Ups. Lass mich mal überlegen. Weil die Minimap zeigt ja auch alles orange an. Wir kamen mal von hier, ne? Ja, genau. Hier ist die Metroid-Bude. Nein! Zweites gleich hier. Gut, dass er noch nicht versucht hat, mich anzuknabbern. So. Wollten wir mal kurz gucken. Wir haben ja, wie gesagt, den Spider-Ball. Aber ich glaube, das ist einfach nur, damit man hier hochkommt, ne? Damit man sich hier damit man absprengen kann. Jetzt muss ich mal echt auf die Karte gucken. Da ist der Metroid Hort. Da ist eine Speicherstation. Da ist wieder ein Transit. Ah, zum Kommandozentrum.
komme ich denn jetzt da rein? Das sieht nach dem Tod aus. Na gut. Yep. So, dann sind wir wieder hier oben. Ach so. Ja. Okay. Nein, 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 nein. Ich habe bestimmt irgendwo noch eine magnetische Spule übersehen. Zum Beispiel die da. So. Ups. Nee. Ja. Mit Z. So. Jetzt können wir hier lang. Ja, das sieht doch schon besser aus. Da ist das gute Stück. Hazard Shield. Okay. Klingt irgendwie vom Namen her ein bisschen unbeeindruckend. Aber gut, schön. Hier können wir nicht weiter, ne? Hier ist eine reine Sackgasse. Was ist das? Abgesehen von den orangenen Linien sehe ich hier nichts hier. Ich glaube, das war auch gewollt. Wie kommen wir denn jetzt hier raus? Wie kommen wir denn weiter hier? Komme ich nicht weiter. Hier irgendwie. Nee, ne? Hä? Hallo, V-Mode? Ich würde gerne einfach nur hier durchlaufen, aber irgendwie. Ich kann da auch nichts scannen. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Da ist nichts. Da ist nichts. Hä? Habe ich eine falsche Abzweigung genommen? Aber es gibt doch nur die einen. Ach, da! Oh, was haben wir denn hier? Moment mal, was? Kann ich hier was machen? Kann ich hier was... Ich kann was drehen. Na? Ja, das sieht besser aus. Ich denke mal, das hat jetzt nach links gedreht, ne? Ach so, oh, das wollte ich jetzt... Ja, geh mal zurück zu der Position, genau. Ja. Hallo? Pusterich! So. Bitte nochmal pusten. Dankeschön. So, dann haben wir den schon mal. So. Und jetzt können wir fröhlich weiter drehen. Und ich sollte vielleicht doch erst den anderen drehen, damit wir den linken Weg nehmen können. Ups. So. So, der pendelt sich jetzt ein und dann sind wir fast fertig mit dieser Nummer. Yep. Huppa. Es klingt schon sehr einladend hier. Patsch. Okay.
Yay! Wir haben den Hazard Shield. Die ultimativen Schulterpolster. Anzug hält nun extreme Umgebung stand. Gefahrlose Fortbewegung in Säureregen und Brenngel möglich. Ja, das ist sehr gut, weil wir müssen eh nochmal nach Brio. Sehr, sehr schön. Alles klar. Jetzt muss ich ihn natürlich noch treffen, ne? Warte mal, du bist aber kein Neuer, ne? Doch, du bist ein Neuer. Sturmflottenpirat. Panzerung lenkt Missiles ab. Da habe ich mir Joe nicht eingebildet. Nur gering von Beamwaffen geschützt. Nur die Allerbesten werden in die Ränge der Sturmluftpiraten aufgenommen. Die absolute Elite. Extrem stark gepanzert sind diese Kämpfer vor den meisten Waffensystemen bestens geschützt. Ihre spezielle Rüstung kann zwar Missiles abwehren, lässt sich aber mit Beamattacken beschädigen. Ähnlich den Verbänden der... Moment, ich muss mal kurz meine Box ein bisschen leiser machen. Ich habe immer die Befürchtung, dass das Mikro das halt sonst auch schnappt. Wo war ich? Ähnlich den Verbänden der normalen Luftpiraten führen sie im Gefecht zwei schwebende Angriffsgondeln mit sich. Diese verfügen über Partikelkanonen und ein Magazin mit Gelbomben, die bis zur Detonation am Opfer haften bleiben. Schnellmanöver, bla bla bla. Mit anderen Worten, Wumms, Fallerer! Yay! Bruchlandung! Achievement! Cool! Was auch immer. Ich hab grad keinen Nerv dafür. So, waren nur die zwei. Alles klar. Aha! Okay. Die Energie nehme ich natürlich mit. War ja noch irgendwas Interessantes eigentlich, so zum Rumklettern? Ich meine, jetzt bin ich schon hier, jetzt kann ich mich hier umsehen. Ja, ich patsche hier erstmal drauf. Patsch, patsch! Yay! Er hat ein Orb! Ja, es ist dummerweise eine Bombe. Auch neu? Ja. Lass dich scannen! Wesen befindet sich im Hypermodus. Reguläre Waffen zur Bekämpfung unzureichend. Ach ja, das ist natürlich... na gut. Ja, wenn du es unbedingt willst. Ich hoffe, du gehst nicht auch noch in den Hypermodus. Das wäre ein bisschen doof. Und weg. Gut. Das sieht aber irgendwie komisch aus jetzt hier mit dem Waffenarm, wie der so orange leuchtet. Ich hab das Gefühl, der überhitzt irgendwie. So sieht es zumindest aus. Als wenn er die ganze Zeit nur überhitzen würde. Upsa. Na gut, Säureregen vielleicht deswegen. Aber wir sind ja jetzt perfekt geschützt. Nee, hier ist es nicht. Ah, okay. Also wirklich wegen dem Regen. Der Regen prasselt auf den Arm und bla. Ich meine, so dezentes Leuchten kann ja echt cool sein. Aber wenn es ein bisschen zu überladen ist, dann mache ich mir halt Gedanken. Gut, wir haben jetzt das. Ja, dann wäre es doch...
wäre es doch eigentlich sinniger, wenn ich jetzt irgendwie mit der 3D-Karte klarkomme. Na, wenn ich jetzt den Weg hier nehme zum Metroid Horde. Und dann den Transit nehme zur Kommandostation. Aber ich meine, der Admiral möchte ja unbedingt, dass wir ihm helfen. Und jetzt habe ich ja 3H, ne? Jetzt habe ich auch im Grunde keine Hektik oder was im Nacken. Außer wenn ich gleich auf die Uhr sehe, wie lange die Aufnahme schon geht. Zur Not haben wir da irgendwo auch eine Speicherstation. Hi, Kleines. Ja, fein. Tschüss. Bin ich fast die Kante runtergefallen. Nee, ich quetsche mich hier mal durch. Jawohl, hier waren wir auch mal. Da habe ich mich mal reingerollt. Noch mehr Babys. Die können im Säureregen aber auch überleben, ne? Anscheinend juckt es keinen. So, da sehe ich eine grüne Kante. Was ist das? Ist nur Deko anscheinend. Ja, ist nur Deko. Phasonkristalle sind robust und sollten sich durch Explosionsstöße auf Phasonbasis zerstören lassen. Okay. So. Gut. Daten der Weltraumpiraten dekodiert. Kaperung der Valhalla. Jetzt kriegen wir davon noch so ein bisschen was mit. Zu der muss ich ja auch noch hin. Kaperung der Valhalla. Die Vision unserer Anführerin ist wahrhaft gewaltig. Während wir uns auf den Krieg mit der verhassten Galaktischen Föderation vorbereiten, befand sie, dass eine ihrer großen Maschinen vonnöten sei, um ihren lebenden Planeten besser in ihre Gewalt zu bringen. Darauf zogen wir aus, der dunklen Samus eine Aurora-Einheit zu beschaffen. Schmiergelder führten uns ans Ziel. Unsere Beute, das Schlachtschiff Valhalla, besetzt mit Neulingen auf einer Trainingsmission, war es ein leichtes, sie einzunehmen. Wie bitte, was? Die Neulinge von den Piraten haben die mit Leichtigkeit eingenommen? Spricht nicht gerade für die Föderation, würde ich mal sagen. Für die Marines. Eines der mächtigsten Schiffe des Kosmos. Aber den faserbetriebenen Waffen der Kolossus war sie nicht gewachsen. Wir machten die Valhalla unschädlich. Dann sandten wir Räuber aus, um die Beute zu annektieren. Die Aurora war unser. Es sollte keinen Erbarmen geben für das föderierte Vieh. Auf Geheißen der dunklen Samus warfen wir die Besatzung von Bord, hinaus in die eisige Tiefe des Alls. Das Wrack der Valhalla ließen wir zur Abschreckung für die Föderation zurück, auf dass sie vor unserer Macht erzittern mögen. Gut, wenn die eben meinen, dass man es nicht einschmelzen und anderweitig nutzen kann. Ja, dann ist das also. Oh, eine riesige Anlage. Da sehe ich wieder einen Lift anscheinend. Ne, ein Behälter ist verschlossen. Gyrogenerator. Es ist rot, es ist wichtig. Gyrogenerator, bla bla. Was ist da oben? Noch mehr Schienen. Okay. Und hier haben wir Sicherheitsabdeckung. Nicht so nutzen. Okay, kann ich die Abdeckung rausziehen oder? Nee, na gut. Leicht geschafft. Piu! Whee!
Okay. Interessant. Interessante Technik. Bei sowas frage ich mich leider immer wieder, warum baut man sowas? Vor allem, warum bauen die Piraten so eine Mechanik? Die haben bisher nie wirklich Vorteile von der Spider-Ball-Technik oder der Morph-Ball-Technik gehabt, auch wenn sie mal danach geforscht haben. Bei Metroid Prime 1 war das sogar noch. Da waren noch ein paar Einträge. Aber da haben die Piraten das leider nicht ganz überlebt. Tja. Und so wie es aussieht, ist hier ein Metroid-Brüter. Ja, shame. Ja, fein. Bäh. Steuerung. Hallo, hallo. Bäh. Okay. Weißt du, da will man immer ganz kurz was machen. So, wie war das noch bei dir? Das war ein bisschen. Ach ja, Tentakel abreißen. Na gut, ich hoffe, ich treffe sie diesmal ein bisschen eleganter. Ja. Schön, dass der Autofokus auch immer auf den Kopf so hoch geht. Ich glaube, ohne ist man, glaube ich, besser dran hier. Ja. Upsa. Na, irgendwann treffe ich dich schon. So. Hallo? Was nu? Irgendwie nicht ganz so das Ergebnis, was ich haben wollte. Ich lenk doch nur ab. Ach, toll. Böses Baby. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Nein. Jetzt komm. So. Noch einmal. Ach, Glückstreffer. Da war sogar ein zweiter schon. Ach, komm. Na, halt nochmal. Wirklich? Wirklich?
Bleib doch mal stehen, du. Ich hätte Missiles sehen sollen, ne? Yep. Ja, mein Kleines, ich hab dich auch ganz gern. Naja, eigentlich, weniger. Och nee, jetzt sind die Beine echt schon wieder nachgewachsen. Ich hasse diesen Gegner, ich mag ihn echt nicht. Er ist wirklich anstrengend. Hallo? Gott sei Dank, der ist doch jetzt hoffentlich nicht im Hypermodus. Oh, komm schon. Die folgenden Parts verzögern sich um etwa 3 Stunden. Ich treffe diese blöden Tentakel aber auch nie. Warum nicht? So, vielleicht hier eine bessere Position auf diese kleinen Knüppeldinger. Ich scheine halt auch irgendwie zu treffen, aber es gibt keine Reaktion. Kann das sein? Na, jetzt aber. Ach, und da war es nur noch einer. Aber es ist wohl wirklich ein Hypermodus. Na, jetzt aber. Weg damit! Ja, der Part ist jetzt wirklich ein bisschen lang geworden. Ups. Aber hey, wir haben jetzt den letzten Gyro voll in Aktion gebracht. Und ja, ich saug mal erstmal die Sachen hier an. Schön, dass man die Röhre schon gesehen hat. Warte, warte, da ist ja noch was. Da ist noch was. Schön erstmal alles ansaugen, was wir hier so Schönes haben. Man weiß ja nie. Wo bin ich? Ach da. Okay. Da geht's da lang? Hä, wo ging es denn jetzt andersrum lang? Komm ich da nochmal zurück? Nee. Okay. War das jetzt falsch eigentlich? Weil ich hatte vorhin so ein Surren gehört, wie von einem, wie heißt nochmal? Wasser-Container. Na komm. Dann eben nochmal. So, jetzt kulle ich da rum. Ach, der Energietank da. Ja, klar. Gut, jetzt haben wir das aktiviert. Okay. Bäh. Damit komme ich dann jetzt hier hoch zum Speicher. Sehr gut. Das ist jetzt nicht so unwichtig gewesen. Wie komme ich jetzt zu dem Energietank? Den habe ich vorhin, wie gesagt, so einen dezenten Surren hören. Zumindest habe ich es mal gerade eingebildet. Ich folge mal lieber dem direkten Weg.
Na gut. Dann sind wir wieder hier. Ja, wegen der Kamera, ne? Ich bin jetzt, glaube ich, direkt über ihm. Irgendwie so, aber wegen der Kamera kann ich das nicht so genau abschätzen. Sonst versuche ich das gleich nochmal irgendwie. Wenn ich nicht anderweitig da dran kommen kann. Ist aber ein gewagter Sprung, ne? Aber ich drücke nach vorne, also nach oben, und dann rollt sie nach unten. Das macht irgendwie nicht ganz so viel Sinn. Dynamische Kameras. Segen und Fluch zugleich. Nee, so wie jetzt zum Beispiel. So, jetzt sind wir hier. Ah, okay, gut. Alles klar. Hup. Gut, dann haben wir das jetzt auch. So, sonst war ja da oben nichts irgendwie zu schalten. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Gut, gut, gut. So. Nehme ich mal mit. Ja, sonst noch jemand hier, der Stress will? Nee, zum Glück nicht. Karte der Transite. 3A. Steuerterminal aktiviert. Patsch! Ach nee, ich wollte ja eigentlich zum Speicherdings muss. Steig bitte nicht sofort ein. Da ist er. Einmal ums Eck und dann speichere ich jetzt mal. Gut. Ja. Der Part ist auch lang genug. Dann würde ich mal sagen, danke fürs Zusehen, danke für eure Geduld mit mir und ja, bis bald in der Bummelbahn. Tschüss!